Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story Seasons of Wonderful Life. Ich möchte nur ganz kurz informieren, ich bin ein bisschen kränklich unterwegs. Also wenn ich jetzt irgendwie ständig räusper oder meine Nase komisch hochziehe, Sounds macht, I'm big sorry. Das ist der Grund. Und ich finde die Musik ein bisschen laut, gerade für mich zumindest. So, wir gießen mal, gießen. Zu früh. Ja, also wir kümmern uns mal um alles. Oi, oi, oi. Ich denke mir halt die ganze Zeit gerade so, ja, ist gerade doof, es kommen keine Folgen, blablabla. Ich will aber irgendwie trotzdem, dass irgendwie ein, zwei Folgen kommen. Deswegen, ja, zwinge ich mich gerade zum Aufnehmen. Also bisher geht es eigentlich ganz gut. Ich habe ja auch gar nicht angefangen, ne? Wer weiß, ich hoffe, das bleibt so. Ich sollte gucken, ob ich hier düngen kann. Ne, kann ich nicht. Okay, dann nicht. Darf ich denn jetzt mittlerweile melken? Immer noch nicht. Hä? Warte, was? Das ist komisch. Oh, lol, ich darf keinen. Okay. Wann bin ich denn gestern ins Bett? Wann habe ich die das letzte Mal gegossen? Alter, was ist denn los mit mir? Ich will immer gießen sagen, ich meine natürlich melken. Dann habe ich das letzte Mal gegeben molken. Das ist ja super doof gerade. Also ja, genau, für die, die es nicht mitbekommen haben, warum aktuell keine Folgen kommen oder beziehungsweise jetzt gerade keine gekommen sind. Und erst heute wieder. Mittwochabend ging es mir richtig kacke. Ich wollte eigentlich ja dann am nächsten Tag aufnehmen, sodass die Folge dann ein bisschen später kommt. Ja, am Donnerstag ging es mir dann so richtig mies. Also wirklich so, als hätte man, ja, einmal schön mir eine übergezogen. Also mir ging es richtig scheiße. Heute ist Freitag. Mir geht es immer noch nicht so mega gut, aber deutlich besser als gestern. Deswegen ich mir selber gesagt habe, gut, hier geht's zumindest besser als gestern. Dann kannst du ja wieder aufnehmen. Ja. Hallo. Ah, jetzt. Genau. Also, damit ihr Bescheid wisst, weil nicht jeder kriegt das im Community-Tab mit. Ja. Aber ich, sehr lieb, dass trotzdem doch relativ viele mitbekommen haben, was ich da in Community-Tab reingeschrieben habe. Auch danke für die ganzen gute Besserungswünsche. Es hat mich sehr gefreut, das zu lesen. Vielleicht geht es mir auch deswegen heute ein bisschen besser. Wer weiß. So. Lumina, was machst du hier draußen? Guten Morgen, Bubu. Hoffentlich hast du heute einen schönen Tag. Die Felder zu bewässern ist schon recht anstrengend. Aber nach all der Arbeit werden wir weiter mit der herrlichen Ernte belohnen und das ist all die Mühe wert. Das stimmt. Wollte sie heute gießen? Jetzt habe ich das, glaube ich, schon irgendwie vorab weggenommen. Aber sie hat wirklich alles gegossen. Auch hier. Hier habe ich nicht gegossen. Interessant. Oh, ist das schon fertig? Tatsächlich. Sehr schön, wieder ein bisschen Geld. Können wir mal die anderen da wieder rein. Oi, oi, oi. Ich merke richtig, dass das Schlimmste gerade für mich ist tatsächlich das Reden. Das ist bisher das Anstrengendste von allem, weil die Nase die ganze Zeit dann umso mehr juckt und kitzelt und alles. Und man echt versuchen muss, nicht zu husten oder so. Ach ja, ich hatte euch ja gefragt, was jetzt besser ist, ob ich jetzt einen Tag aufnehme und das halt dann so und so lang geht. Oder ob es auch okay ist, dass ich halt in den 30 Minuten pro normalerweise die Folgenlänge ist. Halt einfach dann ein bisschen, ich sag jetzt mal, pushe, da halt dann dafür zwei Tage mal drin sind. Weil jetzt zum Beispiel ist 9 Uhr, ich habe gefühlt wieder alles gemacht. Zumindest auf dem Hof. Und klar, ich könnte jetzt hier natürlich noch mit den Bewohnern reden und so. Was natürlich auch noch gemacht wird. Aber das Spiel hat ja noch ein paar Jahre, sag ich mal. Und da alles zu bekommen, ist jetzt nicht so schwer. Früher war das viel schwerer, weil da halt da war es halt wirklich möglich, Sachen zu verpassen.
Und so wie ich das mitbekommen habe, gibt es hier nicht mehr. Weil, ja, so wirklich was verpassen kann man hier nicht mehr. Wobei, vielleicht das mit den Tafeln, aber die Tafel für dieses Jahr habe ich ja schon. Deswegen denke ich mal, soll das jetzt eher nicht so das Problem sein. Dann skippen wir mal die Zeit. Gehen wir. Strandhütte. Oh, ich hab was. Hey, lol, was habe ich? Habe ich irgendwas bestellt? Habe ich ein Tier bestellt? Ich habe dir ein neues Tier vorbeigebracht. Du findest es im Stall. Oh, tatsächlich. Ich habe eine braune Kuh, oder? Jetzt habe ich mir keinen Namen überlegt, weil ich das voll vergessen habe. Ich nenne es Iris. So. Hallo, wie geht's dir? Muss ich jetzt wieder rein und raus beurten? Will jemand Hallo sagen? Na los, beeil dich, schnell, hopp, hopp. Huch. Oh, süß, und was bist du? Es ist ein Mädchen. Okay, da muss ich mal ganz kurz pausieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar werden wir dieses kleine Küken Kazooie nennen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist ein kleiner Wunsch gewesen von Spyro. Denn ihr leider verstorbener Vogel hieß so. Und deswegen, klar, natürlich machen wir das. Wird halt Kazooie hier im Spiel verewigt. Alle freuen sich, die kleine Kazooie kennenzulernen. Süß. So, dann holen wir sie mal raus. Sie soll ja nicht alleine da drin bleiben. Hallo Kazooie. Einmal knuddeln. So, sie freut sich auch schon. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass heute schon ein Tierchen schlüpft. Deswegen habe ich gerade pausiert, weil ich nämlich. Ich habe es noch im Kopf gehabt, aber den Namen nicht mehr. Deswegen habe ich kurz nachgeguckt. Ah, ich muss mir sowas aufschreiben. Beziehungsweise, ich habe mir aufgeschrieben, aber halt auf ein Dokument im PC. Und das muss ich ja erst öffnen. Ich hätte ja, wie gesagt, nicht damit gerechnet. Hallo, Aerith. So. Aha, was machst du denn hier, Melodie? Papa, hallo. Oh. Okay. Na? Kuscheln. Okay, machen wir das mal. Bisschen kuscheln. Ist halt schon so putzig. Kuscheln. Noch mehr. Schon wieder so total kuschelgierig. Kuscheln. Okay. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bin so viel ruhiger als sonst. Einfach nur, weil ich krank bin. Das ist doch interessant. Oh, Lunter jetzt. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Lunter. Blüht jetzt Erdlohne. Stimmt, das waren ja die Spezialsamen. So, wie viel Geld haben wir denn heute oder ja gestern gemacht? 6000, ach gar nicht so viel. Hallo Hundi. Habe ich noch irgendwas? Nee. Paurange. Ich glaube, die wollte ich noch nicht verkaufen, weil ein paar davon brauche ich ja. So, stimmt, ich kann neues befruchtetes Ei reinpacken. Gott, ich krieg gar nichts mehr mit. Mein Kopf ist komplett lost, weil ich so kränklich bin. So, die Uhrzeit sagt, glaube ich, ich kann wieder melken. Ja. Hey, bleib doch mal hier. Was? Zu früh noch? Okay. Das ist ja krass. Ich bin irgendwie viel zu früh in letzter Zeit. Habe ich mit dir schon? Jetzt fängt auch noch das Regnen an. So, da drüben. Voll viele meinen, ich soll mir mehr Schafe holen. Weil Schafe ja immer so richtig einschlags richtig viel Geld geben. Das dauert halt immer ein paar Tage, bis die. Ich habe ich aber noch nicht, oder? Ach, jetzt, lol. Echt jetzt? Wahnsinn. So, dann hauen wir die Milch auch noch rein. Damit wir morgen wieder ein bisschen Ertrag bekommen. Jeden Tag 6000 oder was? Ja, also fast 7000. Ja, auch ganz gut.
Dann gehen wir jetzt mal eben fix schlafen. Morgen ist nichts Besonderes, okay. Oh. Schlimm. Ich hasse es, krank zu sein. Das ist schon ewig her, dass ich krank war. Bestimmt 3 Jahre oder so. Bubu, könnten wir uns kurz unterhalten? Ich würde heute gerne die Felder bewässern, wenn es dir recht ist. Ich kann dich doch nicht die ganze Arbeit alleine machen lassen, oder? Ach, süß. Ah, wie sie läuft. Ey, sie ist so putzig. Ja, dann mach das. Dann muss ich heute also nicht gießen. Hoppala. Bestimmt noch von gestern. Ups. Oh, jetzt geht's aber ab. Mäh. Sehr schön, hier ist wieder ein bisschen Wolle. Oh, schön Gold. Mäh. Mäh. Das ist halt auf Dauer irgendwie anstrengend. Hier immer mit denen rumrennen und alle anzuquatschen. Weil die so lange brauchen, bis man die dann melken kann. Oh, meine Nase kitzelt schon wieder. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ich bin doch da. So, hab ich dich schon? Oh, Entschuldigung. Hab ich dich schon? Nee. Okay, sehr schön. Wie das aussieht. Süß. Hm. Ja, das wird alles noch ein bisschen brauchen. So, da ist die kleine Kazooie. Kriegt jetzt mal ein bisschen extra Liebe. So, unsere nächsten Samen sind fertig. So, ich will was nächstes. Hier, die ganzen Orangen. Ich glaube, die Bananen, da hebe ich ein paar auf. 6000, ey, für goldene Wolle. Das ist schon nicht wenig. Schon sehr cool auf jeden Fall. Ja, morgen wieder 10.000. Easy. Oder 11.000. Ja, gut. Dann schauen wir doch mal. Ich will mich halt echt unbedingt mit der Kleinen da anfreunden, wegen der Musik. Es ist so heiß dieses Jahr. Brauche eiskalte Milch. Hohe Qualität wäre gut. Ich erwarte nicht viel. Milch beliebig Rang A. Apfelsamen. Wakasagi, beliebige Größe. Lockenkraut. 4 Tage, 9 Tage. Okay, dafür haben wir noch Zeit. Schauen wir doch mal, ob die Kleine da ist. Ach, warte mal, ich quatsch mit euch auch noch ein bisschen. Damit die Freundschaft hochgeht. Morgen, tut mir leid, kann ich reden, wenn ich laufe? Okay. Ich kann auch gerade nicht so viel reden. Ich rede trotzdem immer viel zu viel. Wie ist sie denn? Oh, perfekt. Sie kommt einfach gleich so raus. Sie mag doch gekochtes Essen. Hier willst du Curry. Morgen, wo gehst du eigentlich hin? Oh, das mag ich total gern. Gib mal was ab. Klar, hier. Für dich gibt's nichts, hätte ich auch drin gehört. Hurra, danke, Tanamo. Du bist echt spitze. Ich weiß. Einfach super. Magst du Bananen? Das kannst du jemand anderen geben. Orangen? Irgendwer wird das schon wollen. Ich glaube, die mag echt nur gekochtes Zeug. Warte mal, komm, Erdbeeren mag doch jeder. Irgendwer wird das wollen. Oh, hurra. Ich glaube, ich mache gerade die Freundschaft wieder runter, statt nach oben. Wo ist sie denn? Ja. Aber immer noch weiter oben. Ach, Charlie wird mich nie mögen. Krass, ey. Ja gut. Was machen wir noch? Oh, mein Kopf fängt gerade an weh zu tun. Ach ja. Ich hab von gestern auf heute so viel geschlafen. So viel geschlafen habe ich, glaube ich, in den letzten, weiß nicht, 8 Monaten oder so nicht mehr. Dass du, weil ich krank bin und quasi gezwungen bin, so viel zu schlafen.
Es ist so ungewohnt. Normalerweise schlafe ich nicht mega krass viel. Außer am Wochenende. Aber sonst. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das letzte Mal vor Corona krank war. Boah, ich war ja dann gestern auch noch in der Arbeit kurz, weil meine Chefin da war. Und es Besprechung gab und ich da halt trotzdem dabei sein wollte, auch wenn ich krank bin. Und die hatten die Vermutung, dass ich vielleicht sogar Corona habe. Ich habe da natürlich selber direkt Panik gekriegt, weil ich hatte selber noch nie Corona. Ich habe immer nur von Bekannten gehört, wie schlimm das bei manchen war und bei manchen halt nicht. Und weil es mir so schlagartig mega schlecht ging, dachte ich halt direkt, oh Gott, wahrscheinlich habe ich wirklich Corona. Hab dann natürlich einen Test gemacht, der war aber dann negativ. Das ist natürlich nur so ein Schnelltest gewesen. Der sagt effektiv natürlich gar nichts. Aber ich denke mal, dass ich trotzdem kein Corona habe, weil heute geht es mir im Vergleich zu gestern wirklich so viel besser. Natürlich bin ich immer noch ziemlich geschwächt. Aber ich bin niemand, der sich zu leicht oder zu lange ans Bett fesseln lässt, sagen wir es mal so. Ich hasse das. Ich will eigentlich immer was machen. Deswegen nehme ich auch jetzt einfach auf, direkt einen Tag später, weil ich mir denke so, ja, ist mir egal. Macht das schon. So bin ich nun mal. Ich muss was machen. Auch wenn es vielleicht nicht das beste Video ist, weil ich eben deutlich ruhiger bin und kränklicher. Aber ich möchte das so. Es ist mir gerade eingefallen, dass ich ja den Berg hochlaufen wollte. Hab's einfach vermasselt. Naja, laufe ich halt jetzt dahinter. Aha, Sally geht auch schon. Ist ja gerade durch die Büsche. Wie die einfach da so Büsche haben, wo sie dann verschwinden. Du hast jemanden getroffen, der viel von der Landwirtschaft versteht. Okay. Was bringt mir das? Und Pui will wieder Geld. Komm, wir gehen zu Pui. Hallo Pui, ich habe wieder Geld für dich. Warte, ja, bitteschön. Oh, arigato gozaimasu. Vielen lieben Dank. So. Mit dem Münzgeld, das ich gespart habe, sollte ich schon sehr bald Kohlen aufbrechen können. Oh. Frage ist nur, wann? Damals auf dem GameCube habe ich immer gedacht, dass der einen immer nur abziehen will, weil er mal direkt so voll schelmisch geguckt hat. So, nochmal melken. Jetzt wollte ich schon wieder gießen sagen. Ich weiß nicht warum. Ist wirklich ganz schlimm mit mir. Mein Gehirn ist einfach jeden Tag in der Kernschmelze, ey, wirklich. Hallo. So, hatten. Ne, du bist männlich. Oh, Ei. Ist hier sonst noch eins? Ah, kein Problem. Wartet mal. Die Schäfchen immer. Okay, kein Ei. Kein Ei. Wie sieht's damit aus? Oh, da haben wir auch noch so Zeug. Blüht jetzt. Okay. Also, oh. Oh, Tomatoffel. Ey, die sieht auch echt interessant aus. So, wie viel Geld waren das? Nochmal 6.900. So, Takakura. Oh, da bist du ja schon. Cool, ich wollte eh gerade was von dir. Ja, nein. Okay, eigentlich doch. Das können wir auch machen. Auftrag. Hier, du wolltest eine gute Milch. Bitteschön. Ja. Danke, Junge. Hätte nicht gedacht, dass du meinen Auftrag annehmen würdest. Hier, die Belohnung ist verdient. Was waren das nochmal? Irgendwelche Bäume. Apfel waren das, okay. Wir sehen uns. Jojo. Gut, die Äpfel bräuchte ich aber nicht. 530. Oha. Okay, das ist schon echt heftig.
Also, ja, mit Nutzpflanzen macht man halt echt sein Geld hier. Halt schön krass. Schön krass vor allem. Vor allem mit den Tomatoffeln, ey, krass. Das ist wirklich krass. Ja, Bello, hallo. So, ich würde aber jetzt tatsächlich schlafen gehen. Die Folge kommt dann wahrscheinlich morgen, also Samstag raus, damit ich ja, heute einmal gar nichts raushau. Also heute Freitag kommt ja wirklich gar nichts, weil gestern kam ja zumindest Bioshock raus. Alles, ich habe ich ja Gott sei Dank einen Tag vorher aufgenommen, bevor es mich so umgehauen hat. Aber ja. So, schlafen. Nur ein schöner Traum. Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo. Tschüss, tschüss.